Thema Druck grundsätzlich, glaube ich, ist im Fußball, ja, der Druck, von dem immer gesprochen wird, ist viel künstlich produziert. Ja, wir haben in der Liga nach wie vor 6 Punkte Vorsprung, sollten am Sonntag das Heimspiel gegen Fürth gewinnen. Dann bleibt es auf jeden Fall mal bei den 6 Punkten. Sprich, da ist jetzt in Anführungszeichen außer einer Niederlage, die wir nicht eingeplant haben und die wir nicht wollten und die wir auch nicht akzeptiert haben im Nachgang, nichts weiter passiert. Und in der Champions League haben wir bis heute alles gewonnen und heute ist ein Unentschieden gespielt, wo wir natürlich auch gerne einen Sieg mitgenommen hätten. Und auch das werden wir aufarbeiten. Aber das ist jetzt auch noch nicht aller Tage Abend, sondern es ist jetzt Halbzeit eines Duells, was interessant war und auch ein interessantes Rückspiel verspricht. Ja, und ich spüre jetzt ja natürlich, dass es die Saison ein bisschen mehr in die heiße Phase geht. Aber ich bin immer eher dafür, für alle Parteien einfach weniger beschweren und beklagen oder diskutieren und urteilen außenrum, sondern einfach arbeiten und machen und Entscheidungen treffen. Und damit fange ich jetzt an, mit der Entscheidung treffen, dass ich die Pressekonferenz jetzt beende und Richtung Bus gehe und das Spiel anschaue. Und damit sagen wir vielen Dank. War die letzte Frage. Ne? Gute Nacht und gute Heimfahrt allen. Ciao, ciao. Servus, ciao.